Das ist ein ganz ein Lieber. Ja, natürlich. Erinnere mich an unser Charlie aus dem ZDF. Ja. Da muss, sag mal, ZDF, schiebt bei euch eigentlich überhaupt keiner mehr Dienst samstags, wenn ihr die Serie einschiebt oder was? Das ist ja, ihr schiebt das ja vollkommen wild durcheinander. Rodolfo ist schon 4-mal gestorben und 11-mal wieder auferstanden. Ja? Das ist ja dieser italienische, nicht Gemüsedieb, sondern Tierpfleger. War tot, alle heulen, plötzlich ist er wieder da, ohne Ankündigung, dass es eine Wiederholung ist oder irgendwas. Aber ich sehe es gern, weil bei unser Charlie ist ja das Tolle, dass die Schauspieler, das wusste ich gar nicht, geprügelt werden und unter Drogen gesetzt, um ihre Texte zu sprechen. Ehrlich? Ja, habe ich gehört. Die Tiere machen es freiwillig, ja. Ja. Ja, aber die Schauspieler, die werden behandelt. Also das wäre mal ein Fall, da könnte man sich auch mal von Frontal 21 drum kümmern. Aber das ist nicht das Thema. Meine Damen und Herren, die wichtigste Frage ist, das wissen Sie ja, welches ist der richtige Kindergarten für mein Kind? Ich sag's mal so. Nehmen wir an, Sie haben einen Kindergarten, der ist 500, 600 Meter davon entfernt, wo Sie wohnen. Wenn Sie jetzt eine Rabenmutter sind, ja, wenn Sie eine Bestie von Vater sind, dem es vollkommen egal ist, wo sein Kind später kellnert, ob in China oder Indien, ja, dann bringen Sie natürlich Ihr Kind dahin, ja. 500, 600 Meter entfernt. Gut, das muss uns nicht weiter interessieren. Wenn Sie aber modern sind, wenn Sie sagen, ich habe im Grunde die modernen Frauenbücher auswendig gelernt, dann fangen Sie eigentlich 4 Wochen vor der Zeugung an, sich mit dem richtigen Typ von Kindergarten zu beschäftigen. Das ist zeitaufwendig. Ich sag mal, die geläufigsten Modelle ist zum Beispiel Modell kommunaler Kindergarten. Ja? Wird von der Stadt finanziert, ist okay, ist alles da. Hat ein klares pädagogisches Konzept, ist ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Kann sein, dass Sie dort mit dem Satz konfrontiert werden, die Kommune muss sparen. Das bedeutet einfach, sagen wir mal, dass am zweiten Advent die Fenster rauskommen, weil die in der Sporthalle gebraucht werden. Ist aber für jemand, der sagt, ich möchte mein Kind sozusagen so normal wie möglich aufwachsen lassen, ist nicht das Schlechteste, muss ich sagen. Die Frage ist auch, wie weit sind Sie bereit zu fahren jeden Tag? Ich finde, wenn das Kind im ersten Kindergarten ja Chinesisch lernen soll, was ohne das geht es eigentlich nicht. Natürlich, Globalisierung. Ja? Wenn das Kind Taekwondo, Cello und Meditation mit gleichzeitiger Beschallung von Russisch machen soll, halte ich eine Fahrstrecke von 150 Kilometer einfach. Pro Tag für nicht übertrieben. Zum Beispiel in den Waldkindergarten. Was ist eigentlich der Waldkindergarten ist eigentlich absolut perfekt, vorausgesetzt, Sie haben einen Wald. Ja? Dann steht da so ein Bauwagen, dann sind die Kinder den ganzen Tag an der frischen Luft, die arbeiten mit Holz, die schlagen nur mit natürlichen Materialien aufeinander ein, also das ist eigentlich perfekt. Wenn Sie nur Großstädte haben, dann ist der Waldkindergarten das zentral, was zwischen den Hundescheißhaufen noch zu sehen ist. Muss aber keinen Abbruch tun, weil strahlt ja auch eine gewisse Wärme aus. Genau. Ja? Mein Favorit, Sie haben doch hier oben die Möglichkeit, Waldorf-Kindergarten. Ja? Sie sehen, wo diese Geige hängt, von den Kindern selbst gebaut. Hier. Wobei ich sagen muss, ruhig, Charlie, was hast du denn wieder für Streiche angestellt? Das ist der berühmte Satz aus unser Charlie. Ja, komm mal her, Charlie. Charlie, beruhig dich. Charlie ist so unruhig heute. Was hat er denn, Rodolfo? Du musst sagen, ich weiß es nicht, vielleicht hat er deinen Martiner erschreckt. Charlie, nichts anstellen. Vielleicht sagen Sie auch, mein Kind soll sozusagen, ja, wie soll ich sagen, alle Seiten des menschlichen Daseins kennenlernen und Sie bringen Ihr Kind in einen integrativen Kindergarten, ja? Wenn Sie da zum Beispiel reingehen und einfach diesen Satz locker sagen, oh, das ist ja super, wie hier Behinderte integriert werden. Bitte. Sagen Sie diesen Satz nicht. Sie sind nicht auf der Höhe der Zeit, denn Sie sind der Meinung, dass Behinderte, sogenannte Behinderte, bei sogenannten Normalen integriert werden müssen. Das ist falsch. Es gibt keine Behinderten, es gibt keine Normalen, es gibt nur Menschen. Und die gehen
zusammen in einen Kindergarten. Ich habe früher auch anders gedacht. Bin dann blitzartig belehrt worden und sage jetzt, bevor ich sage, toll, wie hier integriert wird, sage ich lieber, ich habe Gammelfleisch an die Waffen-SS geliefert. Ja? Charlie. Warum? Ich persönlich bin, glaube ich, eher ein Typ für diesen Kindergarten hier, die Elterninitiative, oder? Warum? Weil ich selber mich gerne einbringe. Ich renoviere gerne, ja, und ich spiele auch gerne mit Kindern. Bei der Elterninitiative ist es ja häufig so, sagen wir mal, in der einen Woche hat den Dienst ein freier Drehbuchautor, der dem Westdeutschen Rundfunk unaufgefordert eine 24-teilige Fernsehserie geschickt hat, komplett ausgeschrieben, die von diesen Volltrotteln abgelehnt wurde. So. Blöderweise läuft bei seiner Frau der Job nicht schlecht. Also bringt er sich in den Kindergarten ein und passt so auf die Kinder auf. Das kann auch negativ sich entwickeln. Es kann passieren, dass sie eine Woche später hinkommen und Frank Olaf ist nicht da, sitzt aber in einem ungefähr 700 Meter entfernten Biergarten, ja, von wo aus er die Kinder im Blick hat. Und regt sie noch immer wie diese Arschlöcher wieder auf. Und obwohl es erst 10:30 Uhr morgens ist, trinkt er schon eine Apfelsaftschorle. Hast du Erfahrung mit einem Kindertagesstätte? Ich war mal in der, meine Kinder waren mal in der Eltern-Inni, ja. Wie heißt es? Eine Eltern-Inni, Eltern-Inni. Ach, in der Eltern-Inni? Ja. Ja. Die heißen ja auch irgendwie so Heinzelmännchen. Genau. Oder Regenwürmer oder so. Da müssen wir im Kindergarten drauf achten. Also wir haben zum Beispiel, wir weisen darauf hin, ja, wenn ein bisschen was schief läuft. Was auch sehr, sehr gut ist, ist der kirchliche Kindergarten. Also der kirchlich getragene. Wenn Sie zum Beispiel nicht wollen, dass Ihre Kinder religiös beeinflusst werden, würde ich Sie vielleicht in den Kindergarten der von einer der großen Kirchen. Also das sind ja bei uns... Katholisch, evangelisch, ja. Sind das bei uns die größten Religionsgemeinschaften? Ja. Ja, kann sein, dass es andere gibt. So kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Aber natürlich, aber da werden natürlich auch, wieso? Da kann es Ihnen passieren, dass das Kind nach Hause kommt und vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Weihnachtslied kann, aber einige Brocken Russisch gelernt hat. Ja, natürlich das offene Europa auch Kinder aus anderen Ländern bringt. Und Sie denken vielleicht, Donnerwetter, das ist irgendwie eine Dissidentenfamilie, die sich aufgelehnt hat und so eine Art Solzhenitsyn. So, nein. Das ist der Makler, der die beiden Straßenzüge neben Ihnen aufgekauft hat. Ja, natürlich. Wobei bei Waldorf ist es auch nicht mehr so wie früher, wo man also, da gibt es, der Satz, der Entscheidende ist, entscheidend bei Waldorf sind die Leute, ja, die es machen. Es gibt verschiedene Strömungen, daneben sehen Sie noch ähnlich, aber doch anders in der Philosophie Montessori, mit diesem Vati Knetpüppchen. Auch eine Überlegung wert, vielleicht vormittags in den Waldorf-Kindergarten und mittags in den Montessori und abends zum Chill-Out in den Kommunalen.